Jürgen, sprich. Die Woche hat begonnen und ist eine andere als die vergangene. Wir stehen vor dem totalen Lockdown. Wie reagierst du darauf? Ich reagiere da hoffentlich gelassen drauf, weil ich weiß, dass man das nicht verändern kann. Ich weiß auch, dass das sein muss, wenn man all den klugen Biologen hört, zuhört, dann wird man feststellen, dass sie recht haben. Und das muss sein, da müssen wir wahrscheinlich durch. Wir leben in einer totalen Naturkatastrophe. Das muss man sich nur klar machen. Das ist ja keine bisschen Grippe oder so. Und es gibt immer noch viele Leute, die das sich nicht klar machen. Lüppers spricht vom Krieg. Krieg, den die Natur gegen uns führt. Ja, irgendwie kommt man auf sowas natürlich, weil es so umfassend ist und weil es über die ganze Welt geht. Ich würde immer sagen, es ist so eine Seuche, wie das damals mit der Pest war im Mittelalter. Wo etwas kommt und du kannst es nicht ändern. Das macht einen so hilflos. Kann die Kultur eine Rolle spielen in dieser Krise? Die Kultur ist ja angewiesen auf Rezipienten oder auf Zuschauer, wie man will, auf Leser, auf Hörer und so. Im Moment, wo wir die Leute alle ausgesperrt haben, ist es ja schwer für die Kultur, da noch tätig zu werden. Das muss man mal sagen. Ohne die, die es angucken, es genießen, sind wir ziemlich auf dem falschen Dampfer. War die museale Aussperrung vor 2 Monaten, 3 Monaten nicht völlig absurd? Finde ich bis heute absurd. Ich war neulich mal in Florenz und da haben die das ganz geschickt eingeteilt mit Timeslots und so. Das kann man ja machen. Ich arbeite im Moment in Köln und wenn da die Museen zu ist, dann hat die Stadt fast ihre Seele verloren. Und das finde ich irgendwie ziemlich, ziemlich schade. Man kann mir doch vorstellen, dass man gerade jetzt da reingehen will. Gerade jetzt die Zeit hat, sich nochmal Stefan Lochner anzuschauen. Das finde ich schon schade. Und es gibt auch sicher Systeme, wie man da rein kann, dass man nur 15, 20 Leute reinlässt und dann schickt man sie wieder raus und kommt die nächsten 15, 20. Das vermisse ich am allermeisten, muss ich sagen. Noch mehr als mein eigenen Beruf als Regisseur vermisse ich dieses Gehen durch die Museen. Und jetzt, wo sie leer sind, ist es ja noch fantastisch. Eine törichte Entscheidung, eine törichte ängstliche Haltung, überängstlich von Seiten der Politik oder Desinteresse, ein Zeichen von Desinteresse gegenüber der Kultur? Nein, Desinteresse ganz bestimmt nicht, weil das ist denen schon klar, dass sie da, das hört man ja auch dauernd, sogar von dem Herrn Müller aus Berlin, von dem man nicht sagen kann, dass er ein großer Kulturfex ist. Man hört es schon überall ja, dass sie da auch ein schlechtes Gewissen haben, dass sie das Phänomen haben sie gar nicht im Griff. Also Einzelhandelläden zumachen, das kann ich auch. Aber ein Konzept zu entwickeln, wie man kulturell weiter an die Leute rankommt, das fehlt mir sehr. Woran liegt es, dass die Kultur immer wieder, ob in dieser Krise oder in Finanzentscheidungen der Verantwortungsträger hinten runterfällt? Liegt es vielleicht daran, dass wir die Kulturschaffenden in der Vergangenheit, in den letzten 50 Jahren, es versäumt haben, eine ordentliche Lobby aufzubauen? Nein, die Lobby ist ja da und die Lobby ist auch stark. Also es gibt ja keine wirklichen Debatten mehr über Kulturfinanzierung. Das war ja nur vor 20 Jahren ein Riesenthema. Das ist ja Gott sei Dank vorbei. Also die Lobby ist ja da. Nur wir stellen ja nichts her. Man muss ja mal sagen, wir sind auch nicht notwendig. Wir sind der Überfluss. Wir sind der Luxus, das, was das Leben auch braucht. Wir stellen die Bücher, die wir herstellen, wenn die keiner liest, gibt es sie nicht. Wir brauchen das Publikum. Mit Bildern ist ja ein Bild, hängt an der Wand und dann hängt es an der Wand. Macht ja nichts, bringt ja kein Stück Pol zusammen. Also wir stellen nichts her, wir stellen nur Bewusstsein her. Und Bewusstsein herstellen ist eine flüchtige Veranstaltung. Bei allem großen Respekt, den ich vor Jürgen Flimm habe, ja, ist das nicht ein bisschen zu kurz gesprungen? Nein. Ist es nicht so, dass die Arbeit der Kultur, der Künstler und Künstlerinnen, ob das die Maler sind, ob das die Poeten sind, haben sie nicht tatsächlich Auswirkungen auf unser Verhalten? Lernen wir nicht dadurch im Unterbewusstsein, ja, die Beziehung zu Farben zu formen? Ja, das verändert sich alles. Das ist ja alles klar. Darüber muss ich nicht reden. Aber du sagst, wir werden nicht gebraucht. Wir brauchen zum Beispiel Achsen für Autos oder für Züge. Ja? Wir brauchen auch
auch Räder, damit man das Auto von links nach rechts fahren kann. Das brauchen wir, ja. Wir brauchen auch Leute, die kleine Fahrkarten drucken. Ja, das brauchen wir. Wir müssen auch ins Geschäft gehen, müssen Milch kaufen. Aber ich kann ja wirklich überleben, muss man ja mal sagen, ohne mir ein Bild auf die Wand zu hängen. Das ist ein Fehler. Und das ist furchtbar. Und ich verpasse unglaubliche Sachen. Aber was ich nicht weiß, bin ich nicht sicher, ob wir das brauchen. Wir sind nicht System, wie heißt das, systemimmanent? Relevant. Ja, wir sind nicht systemrelevant, das ist so. Das ist aber auch das Tolle. Du kannst Kunst doch nicht einspannen in einen gesellschaftlichen Prozess. Kunst muss ohne gesellschaftliche Prozesse existieren können und muss die abbilden. Aber ob Kunst nun so notwendig ist, dass das Licht ausgeht, wenn es kein Bild von, weiß ich wem, an die Wand geht, das ist nicht der Fall. Wir brauchen Elektrizität. Das, ich sage ja, das ist ja nur mit einem gewissen Anführungszeichen. Deshalb haben wir nicht in dem Maße ein Lobby, wie du sie dir vielleicht vorstellen kannst. Ein nicht ganz unbedeutender Künstler mit Hut hat mal erklärt, die Kunst geht knapp nicht unter. Auch in Corona-Zeiten wird sie nicht untergehen. Nein, sie geht natürlich nicht unter. Kunst existiert weit ohne Corona. Kunst existiert im Wohlstand, Kunst existiert in der Unfreiheit sogar. Und Kunst existiert in der Armut. Kunst existiert immer, weil es natürlich eine menschliche Äußerung ist, die es schon seit Tausenden von Jahren gibt. Länger als das Auto. Es wird eine Zeit nach Corona geben. Glaubst du, dass sich der Wertekanon in unserer Gesellschaft nach Corona verschoben haben wird? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wenn nach Corona die Türen wieder aufgehen, dann gehen wir alle wieder hin und freuen uns. Worauf freust du dich? Ich freue mich auf Musik, auf große Konzerte. In Berlin habe ich einen Freund, der ist ein Dirigent, der heißt Barnbäum. Da freue ich mich, wenn der wieder die Arme hebt. Da möchte ich gerne wieder hingehen, ich möchte gerne wieder ins Theater gehen. Ich möchte auch gerne wieder Oper hören, ich möchte gerne in die Museen gehen. Wenn mir einer sagt, da gibt es einen neuen Maler und mit einem tollen Auto, Lüppertz hat eine riesen neue Figur gebaut, da fahre ich hin und gucke mir das an. Das vermisse ich alles. Den Ausdruck der Zeit außerhalb des gedruckten Papiers. Das würde ich gerne alles wieder haben. Möchte ich auch wieder haben. Werde ich auch wieder haben. Vielleicht bin ich bei der einen oder anderen Sache dabei. Ganz sicher. Wir werden uns sehen und einen guten Rotwein trinken. Vielen Dank. Danke.